Peace, liebe Factorio-Fans, herzlich willkommen zurück. Ja, in der letzten Folge haben wir ja endlich mal hier zumindest mal angefangen, dass wir das Ganze mit dem Öl hier mal auf den grünen Zweig bekommen. Ich glaube, da müssen wir aber trotzdem nochmal später ran. Dann haben wir hier angefangen mit den Solarpanels. Da werden wir vielleicht in dieser Folge mal noch ein paar hinzimmern. Und das würde ich sagen, da mache ich jetzt erstmal nichts mehr. Das Einzige, was ich hier vielleicht nur noch mache, die mache ich gerade mal noch weg. Und mach mal anstelle dessen mal noch die hier. Und dann müsste ich mal überlegen, wie wir das Ganze machen, dass wir das hier automatisch herstellen lassen. Dafür brauchen wir die Kunststoffstangen und Kupferkabel. Haben wir wieder was fertig gemacht. Haben wir hier mal den Schüssel, damit wir unseren Kram auch schön wieder aufladen können. Ich muss mal gucken, wie das hier funktioniert. Das habe ich irgendwie noch nie hinbekommen. Speichert elektrische Energie für Ausrüstungsmodule. Erzeugt ein Energieschild, um den Spieler zu schützen. Ich habe noch nie verstanden, wie ich das richtig benutzen konnte. Nachtsichtgerät, erlaubt es hier in der Dunkelheit zu sehen. Mal gucken, was das kann. Aber als allererstes wollte ich doch hier oben noch ein paar mit den Geschwindigkeitsmodulen auskleiden. Den ziehen wir gerade mal nochmal hier raus und ziehen mal den in die. Ich weiß noch nicht, ob das so viel bringt, weil irgendwie fördert er trotzdem nur genauso viel. Man sieht ja hier, dass er doch leider etwas leerer wird. Aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Jetzt muss ich hier der gute Wop oder Woop, ich weiß nicht ganz genau, wie man es ausspricht, hat mir da ja ein paar Tipps gegeben. Muss dann mal schauen, wie wir das nächste Mal regeln mit den Pumpen und so weiter und so fort. So eine Offshore-Pumpe. Ballern wir noch eine rein. Aber als erstes wollte ich doch mal gucken, wie das ist mit diesem Produktivitätsteil. Kommt jetzt irgendwie nicht so viel mehr raus, oder? Umweltverschmutzung und läuft da durch. Weil ich bin da nicht mehr so ganz firm drin. Ich habe mal früher das mit den ganzen Kids hier gemacht. Aber ich glaube, Herstellgeschwindigkeit minus 15% und Produktivität plus 4. Ich glaube, das bringt nicht so viel. Machen wir das einfach mal weg. Zack. So. Was wollte ich denn in dieser Folge hier eigentlich machen? Ach so, ja genau. Ich wollte die Verteidigung noch ein bisschen weiter ausbauen. Da oben wird gekämpft, da gehen wir mal schnell hin. Sieht aber so aus, als hätte der Tower das gerade noch so gepackt. Sehr schön. Der ist aber leer jetzt. Dann füllen wir den gerade mal gleich auf. Und was mir natürlich aufgefallen ist, beziehungsweise was mir auch der gute Woop, keine Ahnung, wie ich das aussprechen soll, in den Kommentaren geschrieben hat. Habe ich hier noch was, was ich überhaupt... Das haben wir noch. Zack. So. Das machen wir nämlich gerade mal alles weg. Wir haben ja hier Wasser. Und das können wir uns ja zugunsten machen. Erstmal sowas hier machen. Zack. Dann kommen auch die Aliens hier nicht so durch. Und hier oben machen wir das gleiche. Zack. Machen wir das doppelt. Und dann setzen wir hier gleich die Towers hin. Zack. Und zack. Eine mal. Wo haben wir den jetzt? Wo haben wir den jetzt? Wo muss ich das hier eigentlich hinsetzen? Nachtsicht kann nicht als Dingens verwendet werden. Egal, scheiß drauf. Wo haben wir denn jetzt die zwei Türme hingepackt? Das kann doch nicht sein. Bin ich blunt? Gehen die da irgendwo? Ach ja. Wo ist der andere? Wo liegt denn jetzt der andere rum? Scheiße. Unten? Der Charakter ist voll, ja, danke dafür. Hä?
Wo ist denn jetzt dieser zweite Geschützturm hin? Der war doch hier noch irgendwo, oder? Wo liegt der denn? Och, das gibt's doch jetzt nicht. Wo ist das Ding? Ah, ich hab ihn. Sehr schön. So, da mal diesen da. Muss auf jeden Fall nochmal ein bisschen was an Stuff loswerden hier. Und diesen da. Das gleiche machen wir nämlich auf der anderen Seite. Dann haben wir hier nämlich das schon mal abgesichert. Hier mache ich aber auch nochmal eine 2er-Schicht. Steinmauern. Die setze ich jetzt gerade mal hier hin, damit wir da einfach mal die rausbekommen. Und die repariere ich dann natürlich nochmal komplett, damit wir hier nicht wieder von den Assi-Viechern getrollt werden. Zack, das soll erstmal reichen. So, das sieht schon mal besser aus. Dem geben wir hier erstmal noch ein bisschen Fuel. Fuck it, ey. Ich habe so viel Schiss in der Tasche. Die ganzen Bänder. Ich glaube, ein paar Bänder lege ich mal ab. Ich habe doch hier mal noch so eine Ramschkiste irgendwo stehen. Die haben wir wahrscheinlich weggezimmert, oder? Ja, die haben wir... Hier, ah, nee, da ist dann meine Ramschkiste. Da ist auch die Ramschkiste. So, was wollen wir denn mal hier wegtun? Das können wir mal wegtun. Das können wir wegtun. Was haben wir noch? Die Alien-Artefakte, die lege ich mal hier in die nächste Truhe, damit wir das einfach mal noch da drin haben. Die Ziegelsteine kann ich mal gleich hochbringen. Der andere Kram, die Dampflok. Komm, den Lok hier. Den Schlüssel. Das dann, das, das brauchen wir jetzt erstmal nicht. Das mache ich mal irgendwann, wenn ich genug Kopf dafür habe. Dieses Produktivitätsmodul. Produktivitätsmodul. Das kann man, glaube ich, hier reinstecken, oder? Nee, das... Oh, oh, schnell gucken gehen. Nichts kaputt machen, bitte. Nein. Aber ich glaube, die machen eh nur an Mauer kaputt. Ich glaube, jetzt haben wir keine Forschung mehr, wo man richtig was tun könnte. Doch, da. Und da auch noch. Alter, machen wir das einfach mal. Ich forche jetzt einfach mal den Kram. No. Der hat genug Futter. Das bedeutet, hier war einfach nur das Ding kaputt gegangen. Aber hier gehen wir gleich hin und machen da weiter. Da möchte ich nämlich auch noch ein bisschen was verbessern, dass wir das hier einfach ein Stück nach oben ziehen und dann einfach hier oben zumachen. Das war eine gute Idee von demjenigen aus der Community. Stellen wir mal gerade mal weg. Zack. Habe ich noch mehr Steine in der Tasche. Das ist auch wieder klassisches fehlisches Prinzip. Die Pumpe, kann ich einfach da dran klatschen? Nee, oder? Offshore-Pumpe. Ah nee, da kann man noch andere Pumpen herstellen, oder? Ah, hier oben trampelt einer irgendwie übel hardcore rum. Ah, die Pumpe müssen wir da herstellen, glaube ich. Die Offshore-Pumpe ist wirklich nur fürs Wasser. Ach komm, dann machen wir die jetzt einfach mal dahin, obwohl die dann nichts macht. Egal. So. Da müssen wir jetzt erstmal gleich gucken, dass das läuft, beziehungsweise dass das weitermacht. Was wollte ich jetzt eigentlich ursprünglich machen? Ich wollte mir den hier mal noch mitnehmen. Und ich wollte hier unten noch ein bisschen an Munition mitnehmen, weil ich habe nichts mehr. So. Damit wir hier gleich mal die Tower da oben noch mal ein bisschen auffüllen können. Manchmal gibt es halt ein paar Folgen, wo leider nicht so viel passiert. Das wird bei mir öfter sein. Oh, da wird irgendwo geschossen mit den Lasern. Huh. Alter, hat er die schnell weggezimmert? Nee, die sind nur gechillt. Die haben nur gechillt, oder? Alter Falter. Heftigens. Der hatte gute Arbeit geleistet hier. Ach, schöne Arbeit. Zack. So, das machen wir gerade alles mal. Oh, das ist gerade ein bisschen blöd, was ich mache, weil... Alle, die natürlich beschädigt sind, werden nicht aufeinander gestackt. Das ist ja logisch. Oh Mann. Jetzt habe ich wieder nicht genug an Reparaturkits. Da mache ich mir jetzt mal einen schönen Amount. So, dann reparieren wir die gerade mal alle fertig, damit wir da uns gleich nicht mehr die großen Gedanken machen müssen.
Können wir die hier alle abziehen? Ich hoffe nur, dass jetzt in der Zeit, wo ich das hier umbaue, keine Aliens kommen. Weil das ist natürlich eigentlich immer der Fall, wenn man sowas gerade plant. Mein Charakterinventar ist voll. Das stimmt doch gar nicht. Was ist da los? Was macht er denn da schon wieder? Zack, so. Zu viel Escape gedrückt. Die reparieren wir gerade nochmal. Zack. Die ziehen wir ins Inventar rein. Ach, ich muss ja gleich noch das Video von dem Flying Uwe gucken. Da bin ich irgendwie so die letzte Zeit voll am Schauen. Weiß nicht, ich mag den Typ echt. Oh, oh, oh. Alter, wie schnell die Viecher sind. Ja. Die werden auch immer heftiger und ich glaube, die werden auch immer aggressiver. Guck mal, wie schnell die waren. Minjung. So, Schweröl in Leichtöl aufsplitten. Leichtöl in Petroleum aufsplitten. Ah. Das können wir uns natürlich später echt zum Vorteil. Jetzt weiß ich auch, was gute Wop da gemeint hat. Zack. Dass man da immer guckt, dass man den Amount immer höchst hält. Das kriegen wir aber hin. So. Jetzt bauen wir hier mal die schöne Mauer. Zweite Berliner Mauer. Oder dritte oder vierte. Hauptsache, wir haben hier erstmal wieder in der Verteidigung stehen. Was war das? Wo habe ich jetzt die Geschütztürme? Da habe ich die Geschütztürme. Da haben wir dann den einmal. Den müssen wir da hochziehen. Den einmal. Den natürlich nochmal befeuern mit dem ganzen Shit. Hier unten habe ich da auch noch, glaube ich, irgendwo einen stehen gehabt. Da, das gucke ich gleich. Wo haben wir die Mauern? Da haben wir die Mauern. Nö. Ich muss, glaube ich, gleich echt mal noch ein paar Mauern holen gehen. Haben wir nämlich doch zu wenig am Stissel. Bim, bim. Den nehme ich mit. Den reparieren wir. Und die setzen wir wieder hin. Beziehungsweise ich glaube, ich sollte vielleicht intelligenterweise erstmal den Weil fertig ziehen, bevor ich da die zweite Mauer ziehe. Das wäre vielleicht gar nicht so dumm. Zack. Rüber? Das ist noch ein weiter Weg darüber. Aber wir haben doch auch irgendwo Tore gehabt oder sowas. Beton mit Gefahrmarkierung. Wo war das denn hier? Da, ein Tor. Machen wir mal hier so ein Tor rein. So. Ey, nice. Können wir dann nämlich auch später durchlaufen. Ey, das ist echt cool. Zack. Den Schlüssel gerade mal abkrabbeln und ran an die Mauer. Schöne Berliner Mauer hier. Das ist der nächste eiserne Vorhang. So. Hier der nächste Geschützturm und dann machen wir den nächsten nochmal gerade so im Radius. Zack. Der braucht natürlich auch ein bisschen was für die Zähne. Sodle, und jetzt haben wir natürlich keine Mauern mehr. Dann gehen wir gerade mal welche holen. Ich hoffe, ich habe noch genug hergestellt. Boah, Leute, ey. Ohne Witz. Dieser Stuhl hier. Hört man das? Alter, der geht mir so auf den Sack. Das ist unglaublich. Das ist der schlimmste Stuhl, den man sich vorstellen kann. Ich wohne ja gerade zur Untermiete. Und ich sag mal so, als klassischer Schreibtischstuhl ist das Ding echt okay, aber wenn man halt vorm PC sitzt, ist das Ding so rattig kacke. Rattig kacke, kann man das sagen? Keine Ahnung. Ich mache schon wieder denselben Fehler wie gerade eben. Boah, der geht echt gar nicht, der Stuhl. Der nervt halt richtig übel. So. Einmal zurück. Hier oben haben wir nochmal diesen da. Alter, mit den Robotern, das weiß ich auch alles nicht mehr. Ich muss mir dann mal nochmal ein paar Tutorials angucken. Alter, habe ich jetzt echt nicht genug von den fucking Dingern mitgenommen. Kann man das Ding hier eigentlich einschalten irgendwie? Dass ich in der Nacht sehe. Da kann man das irgendwie benutzen.
Nee, das wollte ich doch gar nicht. Da kann man hier irgendwo den Inventartyp gucken. Kann ich mir das irgendwie aufsetzen? Nee, das kann ich nur dann so benutzen. Egal. So, Steinmauern. Die Ziegel. Ach so, die sind voll. Jo, die sind voll, dann die sind auch voll. Cool. Könnten wir mal noch mal ein paar neue Chests hinballern. Dieses Energieschild, das funktioniert doch auch irgendwie speziell. Da muss ich mir auch mal noch angucken. Oh, oh, da hinten wird schon wieder geballert. Auf Hinder, schnell. Ach, da sind nur ein paar Muggels. So, die haben aber schnell. Da brauche ich noch ein paar Geschütztürme und ich sehe, mir gehen dafür die Platten aus. Bei denen können wir gerade noch mitziehen. Den ziehen wir dann ungefähr so hin. Und geben dem natürlich auch Futter. Warte mal, hier unten ist doch dann auch noch einer stehen, oder? Steinfelsen, hier die. Den kann ich auch abziehen. Den brauchen wir dann da ja nicht mehr. Muss ich gleich noch Munition holen gehen, das geht gar nicht. So, den dahin. Das ist natürlich dunkel. Ich frage mich gerade echt, wie man das benutzen kann. Kann ich als Waffe, kann ich als Ausrüstung? Das ist bestimmt irgendein Shortcut oder so. Jetzt drücke ich einfach mal hier, war das was rum. M, N, C, V. P ist nicht. O, L, Ö, Ö ist das. O ist der Chat. Cool. G. Züge können aus einem Fahrzeug raus nicht verbunden werden. Okay. Anscheinend kein Shortcut verfügbar momentan für mich. Ist auch nicht weiter schlimm. Das gucke ich mir dann später an. Irgendwie muss man das ja machen können. So, da fehlt noch zweimal an Munition. Dann haben wir hier mal so eine richtig schöne Abwehrbollwerk. So, da kommen wir hier noch durch. Perfekt. 1, 2, 3, 4. So, dann haben wir hier so eine Schleuse. Perfekt. Das passt auch, weil dann ist hier der Geschützturm steht ein bisschen scheiße. Egal, lassen wir trotzdem stehen. Dann den müssen wir noch reparieren. Und wenn ich so auf die Uhr gucke, hat man wieder nichts großartig geschafft. Wobei die, jetzt haben wir mal so einen guten Abwehrgürtel hier erstellt. Ein bisschen besser. Hab mich ein bisschen auf meinen Stuhl hier. Wir haben ein bisschen über meinen Stuhl aufgeregt. So, 38 haben wir hier noch am Start. Haben wir noch einen 100er mit. Wie benutze ich dieses verdammte Energieschild? Kann ich das irgendwie mit Shortcut benutzen? Energieschild kann nicht als Rüstung getragen werden. Kann ich es irgendwie benutzen? Erzeugt ein Energieschild und den Spieler schützen. Reden sollte man können. Ne. Müsste ich mir wohl dann doch anschauen, weil ich bin zu dumm. Hat man ganz viele Stahldreher hier am Start. Das ganze Holz müssen wir auch mal irgendwie verballern. Beziehungsweise das könnten wir jetzt hier mal gerade ein paar mittelgroße Pfosten investieren. Damit wir da mal genug haben. Sachen könnten wir eigentlich alle mal, die könnten wir echt alle mal automatisieren, damit ich da einfach immer nur hinrennen muss und sagen kann, okay, können wir tun. Und ich würde sagen, in der nächsten Folge gucken wir nach hier mal, nach den Solarpanels. Da sind nämlich doch jetzt schon einige in der Tasche drinne hier. Jetzt haben wir so langsam, glaube ich, ein kleines Problem mit den Tränken, denn wir haben, glaube ich, nichts mehr.
Was ohne blaue Tränke? Oh, doch, da haben wir noch was. Aber der Rest ist, glaube ich, alles blaue Tränke. Tatsächlich, was haben wir denn hier? Persönliche Laserverteidigung, okay. Da oben war doch noch irgendwas. Wo sind die Kampfroboter? Wo sind die Kampfroboter? Da sind sie. Zack, ermöglicht Schaden. Plus. Schön. Bauroboter, Logistikroboter und Roboterhangar. Das muss ich mir auch mal nochmal alles anschauen, wie das richtig funktioniert. Die können wir uns dann. Ah! Modulare Rüstung. Dann können wir da. Dann können wir das, glaube ich, alles benutzen. Die müssen wir dann nämlich aufladen. Ah, das könnte natürlich sein. Das könnte natürlich echt sein. Die können wir, glaube ich. Oh, mit Schwefelsäure müssen wir die herstellen. Okay. Das wird ein bisschen schwieriger. Egal. Wir haben in der Folge die Verteidigung ein bisschen ausgebaut. Und jetzt sollten uns die Aliens zumindest mal nicht mehr so krass schnell auf den Sack gehen. Ich stelle mich nochmal an die gewohnte Stelle, sage vielen Dank fürs Zuschauen und freue mich, wenn ihr wieder beim nächsten Mal einschaltet. Macht's gut. Tschüss.